Parodontitis ist eine haufige ein Viertel-entliche Erkrankung des Zahnfleisches, die unbehandelt zu schwerwiegenden Problemen ein Viertel-ren kann. Viele Menschen fragen sich, ob Parodontitis geheilt werden kann oder ob sie ein lebenslanges Problem ist. In diesem Video werden wir untersuchen, ob Parodontitis heilbar ist und welche Maßnahmen ergriffen werden können, um sie zu behandeln. Parodontitis ist eine fortschreitende Erkrankung, die durch die Ansammlung von Plaque verursacht wird. Plaque ist eine klebrige Substanz, die aus Bakterien, Speichel und Nahrungsbakterien besteht und sich auf den Zähnen ansammelt. Wenn Plaque nicht regelmäßig entfernt wird, kann sie sich unter das Zahnfleisch bewegen und eine Ein-Viertel-Entzündung verursachen. Dies Ein-Viertel-HRT zu einer Schwellung und Ratung des Zahnfleisches, das sich von den Zähnen LST und tiefe Zahnfleischtaschen bildet. In fortgeschrittenen Fällen von Parodontitis kann der Knochen, der die Zahnfleischtasche Ein-Viertel-TZT, geschädigt werden, was zu Zahnverlust Ein-Viertel-ren kann. Darüber hinaus wurde Parodontitis mit anderen Gesundheitsproblemen wie Herzerkrankungen, Schlaganfällen und Diabetes in Verbindung gebracht. Es ist daher wichtig, Parodontitis Ein-Viertel-zeitig zu erkennen und zu behandeln. Die gute Nachricht ist, dass Parodontitis behandelt werden kann, insbesondere wenn sie Ein-Viertel-zeitig diagnostiziert wird. Die Behandlung von Parodontitis zielt darauf ab, die Ein-Viertel-Entzündung zu reduzieren, die Bakterien zu beseitigen und den Knochenabbau zu stoppen. Ein wichtiger Schritt bei der Behandlung von Parodontitis ist die professionelle Zahnreinigung, bei der Zahnstein und Plaque von einem Zahnarzt oder einer Dentalhygienikerin entfernt werden. Zusätzlich zur professionellen Zahnreinigung können auch Antibiotika und mundgesundheitsfördernde Mittel verschrieben werden, um die Ein-Viertel-Entzündung zu bekämpfen und die Bakterien zu reduzieren. In einigen Fällen kann auch eine chirurgische Behandlung erforderlich sein, um tiefe Zahnfleischtaschen zu reinigen oder den Knochen wieder aufzubauen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Behandlung von Parodontitis ein lebenslanger Prozess ist, der regelmäßige Zahnarztbesuche und eine gute Mundhygiene erfordert. Dies beinhaltet tägliches Zähneputzen, Zahnseide und Mundspareinviertelungen sowie die Vermeidung von Rauchen und stark zuckerhaltigen Lebensmitteln. Obwohl Parodontitis nicht vollständig geheilt werden kann, können die Symptome mit einer wirksamen Behandlung kontrolliert und kontrolliert werden. Es ist jedoch wichtig, dass Patienten mit Parodontitis regelmäßige Zahnarztbesuche einhalten und ihren Zahnarzt Ein-Viertel-BER eventuelle Veränderungen in ihrem Zustand informieren. Es ist auch wichtig zu betonen, dass die Prävention von Parodontitis der beste Weg ist, um diese Erkrankung zu vermeiden. Eine gute Mundhygiene, einschließlich regelmäßiger Zahnarztbesuche, kann dazu beitragen, die Ansammlung von Plaque zu reduzieren und das Risiko einer Parodontitis zu verringern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Parodontitis eine behandelbare Erkrankung ist, die mit einer effektiven Behandlung kontrolliert werden kann. Es ist wichtig, Parodontitis Ein-Viertel-zeitig zu erkennen und zu behandeln, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Mit einer guten Mundhygiene und regelmäßigen Zahnarztbesuchen können die Symptome von Parodontitis unter Kontrolle gehalten werden.